Und da sind wir auch wieder in Majora's Mask. The Legend of Zelda Majora's Mask. Im ersten Part haben wir eher so die Story erlebt und haben die große Fee wieder belebt und haben die Magieleiste erlangt. Ja, und jetzt erkunden wir mal ein bisschen weiter die Stadt und dieser Junge, der nervt mich ein bisschen, weil er als da rumpustet oder schießt. Ich zeig dir mal, wie das richtig geht hier. Ja, worauf schießt denn der immer? Ja, toll, ist mein Blase kaputt gegangen, da. Zu diesem Ballon schießt er immer und das geht mir auf die Eier. Ja, jetzt guckst du, ne? Jo. Hast du gerade den Ballon abgeschossen? Nicht übel für einen Deko-Kerl. Ja, ich bin ein Deko-Kerl. Cool, ne? Wir Bomber haben ein Versteck, von dem man ins Observatorium gelangt. Du brauchst einen Code, um reinzukommen. Vielleicht verrate ich den dir ja. Aber glaub ja nicht, dass das so einfach ist. Zuerst müsst du einen Test bestehen. Bist du bereit? Na okay, dann machen wir mal den Test. Wir wollen ja schließlich irgendwie weiterkommen. Na gut, Aufstellung, Jungs. Wenn du bis morgen früh alle 5 von uns findest, verrate ich dir den Code. Kannst losgehen? Es kann losgehen. Na, du bist ja wohl ein Tollpatsch. Haha. Naja, okay. Okay, Verstecken spielen habe ich jetzt überhaupt keinen Bock, aber wir machen das mal. Ich weiß, glaube ich, noch grob, wo sie sind. Einer cheatet da, nicht cheatet, hängt da hinten rum. Die sind ziemlich flink, aber das sind wir auch. Denn wir haben hier so eine schöne Drehattacke. Ja, toll. Und da hinten ist gleich noch einer. Erstmal den hier. Dem Chef der Bande, würde ich mal sagen. Folgen. Jetzt haben wir dich. Oh, du hast mich ja gefangen. Jetzt sind es nur noch 4. Jupp. Jetzt sind es nur noch 4. So. Was denn, Taya? Oh, warum? Oh, warum bloß müssen wir bei den dämlichen Spielchen dieser kleinen Nervensägen mitmachen? Aber was soll's? Lass uns rasch finden, damit wir uns das hinter uns bringen können. Nur noch... Ja, okay. Sind halt die Stunden. Und den überraschen wir. Oh, du hast mich gefunden. Jetzt sind es nur noch 3. Da hast du recht. Suchen wir mal weiter. Ich gehe mal da lang. Zu Ostumruhrstadt. Jetzt hängt es wieder ein bisschen. Ah, geht schon. Ja, komm, ist ja auch zu laggen und... Gut. Ostunruhestadt. Vielleicht laggt das im Video dann doch nicht so stark, wie ich das bei mir habe, aber es wird schon gehen. So, ich habe da gerade ein Kind gesehen auf dem Dach und ein Huhn. Ey, Tiere sind nicht zum Spielen da. Ach. Dann fliegt der eiskalt mit dem Huhn weg, ich glaub's nicht. Oh Gott, jetzt habe ich das Huhn geschlagen. Ihr wisst ja, was passiert bei Zelda, wenn man Hühner angreift. Die werden ziemlich aggressiv und können dich instant tot machen. Aber der es nicht weiß oder kein Zelda spielt oder kennt, was ein bisschen komisch wäre, für, also zumindest für einen Nintendo-Fan. Kommst du mal her? Ich habe keinen Bock, als mit dir zu spielen. Ich habe noch zu tun, jetzt beginnt schon die erste Nacht. Hat er sich gerade ernsthaft in der Kiste versteckt? Steckt er sich in der Kiste? Ich glaub's nicht. Jetzt komm her. Oh, du hast mich gefunden. Mann. Ich mag eigentlich in den Kisten zu gehen. Sind es nur noch 2. Okay. Was ich noch sagen wollte, das ist kein Allein-Let's Play, auch wenn das so aussieht. Nee, es liegt daran, dass der Juli kaum Zeit hat. Oder dass wir uns halt kaum sehen. Wer es nicht weiß, Juli ist immer noch mein bester Freund. Wir haben zusammen diesen Kanal hier. Weil wir gerne Let's Player sind. Oder halt Anfänger noch. Naja, sind halt ein bisschen neu. Aber okay. Wir suchen noch das letzte Kind. Mit einem schönen Lag. Und joa. Zusammen sind wir auch eigentlich immer komisch. Also so ein bisschen verrückt, aber... Ey, da ist noch so eine Blume. Warte, einen Moment noch. Was denn? Noch so ein Deko-Kerl. Und er hat eine Menge Gepäck. Ja, hallo. Dies ist Privatgrundstück. Oder Eigentum. Versuche nicht hier in meiner Abwesenheit irgendwelche Unfug zu treiben. Na schön, mir auch recht.
Unhöflich. Ich wollte doch nur kurz da reingehen und mir das Herz holen, aber nö. So. Genau, hier sind ein paar Läden. Der hat nur um 10 Uhr auf. Das ist auch ein Laden. Ein ganz normaler Laden. Ich zeige ihn mal kurz. So ein Laden. Ohne Lags bitte. Danke. Ja. Achso, das ist nur ein kleiner, sagen wir, Grafikfehler. Dass die so silber sind, aber sonst sehen die anders aus. Ey, da ist eine Flasche, die will ich haben. Dann halt nett. Naja, okay. Die Eule. Eule. Diese Vogelscheuche, die wird auch noch sehr wichtig sein, denn die werden wir bald benutzen, um schneller voranzukommen. Zumindest in der Story. Denn wir müssen jetzt die 3 Tage abwarten. Ach so. Das ist die Bank. Hier kann man sein Geld einzahlen und auszahlen. Das ist sehr wichtig, denn... Das werde ich gleich erzählen. Wie wir jetzt alle wissen, es sind 3 Tage, die uns noch zur Verfügung stehen. Und das ist wieder ein Kind. Um die Maske zurückzuholen. Und jetzt haben wir dich. Oh, du hast mich gefangen. Jetzt sind es nur noch einer. Ja, cool, ne? Aber die haben nicht mehr so viel Zeit. Joa. Und das, wo war ich denn jetzt? Ja, wir haben ja halt nur 3 Tage Zeit, um die Maske wieder zu beschaffen. Und nicht nur das, es gibt noch was anderes, was in 3 Tagen passiert. Und das ist auch das Hauptproblem in dieser Story oder Spiel. Viele wissen es, es ist... Wer hätte es gedacht? Wo ist er? Sieht man gerade nicht. Auf jeden Fall ist es der Mond. Der Mond, der ist nämlich einer der auf die Erde knallen will, sozusagen, auf die Stadt. Was bist du denn für einer? Ich mach doch gar nichts Verbotenes. Wirklich nicht. Ich vertraue dir nicht. Das ist ein Sidequest außerdem. Der macht nämlich was Dummes. Der will eine Frau bestehlen. Um 12 Uhr kommt nämlich hier eine Frau rein. Durch dieses Tor hier. Also hier. Und dann überfällt er die. Aber man kann da halt nichts machen, glaube ich. Weil ich ja hiermit nicht angreifen kann, nicht so richtig. Nur Gegner paralysieren kann ich damit. Aber okay. Also machen wir ein andermal. Denn das ist ein 100% Let's Play, muss ich noch erwähnen. Wir werden alles machen und hier geht's auch rum. 10 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Alles klar. Was können wir dann diese Nacht machen? Oh Mann. Ach ja. Achso, wir müssen noch den einen Jungen suchen. Ja klar, wie konnte ich das jetzt vergessen? Wo waren denn nochmal? Muss ich kurz überlegen. Wo war dieser letzte Junge? Ich sehe eine Kiste auf der Karte, aber die können wir auch noch nicht holen. Leute, hat hier jemand einen kleinen Jungen gesehen, der mir auf die Eier geht? Und was willst du denn schon wieder? Also einer war halt in dieser Kiste mit dem Huhn. Da waren 2 da, wo eben dieser auch dieser Typ macht, der angeblich nichts macht. Oder ist hier noch einer? Natürlich ist hier noch einer. Ich weiß auch wo. Mir fällt's wieder ein. Da oben. Der chillt da oben. Immerhin zocken die noch nicht so viel. Und spielen noch draußen. Naja, okay. Egal. Ich hol dich, mein Kleiner. Ach, nutzlos. Du. Oh nein, erwischt. Und das um 12 Uhr nachts, ey. Du musst eigentlich schlafen. Du bist ziemlich gut drauf, ein Deko-Kerl. Wärst du nur ein Mensch, dann könnte ich dir mein Notizbuch geben und dich zu einem vollwertigen Mitglied zu machen. Was denkt ihr, Leute? Auf keinen Fall! Keine Dekus! Die können nichts! Tja, wir haben einmal ein nichtmenschliches Kind aufgenommen. Und der Junge, haben wir das bereut. Tut mir echt leid. Aber wie versprochen, verrate ich dir den Code. Ich werde ihn aber nur einmal sagen. Also pass gut auf. Bist du bereit? 1, 2, 3,
4. 1, 4, 3, 5, 2. 1, 4, 3, 5, 2. Ja, das müssen wir uns halt jetzt merken. Vielleicht sollte ich mir das auch notieren. Aber das mache ich dann... Ne, ich brauche den gleich noch, den Code. Wie mache ich das denn jetzt, Leute? Achso, ich habe eine Idee. Moment. Und das Spiel hängt gerade ein bisschen. Aber das wird schon. So. Kurz notieren. 1... 4, 3, 5, 2. Gut, notiert habe ich's. So, in der Nacht. So, dann hat er gesagt, in Ostviertel ist ein Junge, der das Versteck beschützt. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was wir so für Sidequests machen können, schon am Anfang. Ich glaube, das können wir noch gar nicht. Wie gesagt, wir müssen jetzt warten, bis die 3 Tage rum sind. Denn dann geht ja auch leider auch... Oder wir hören uns das gleich an. Lässt du mich mal durch? Wenn du hier vorbei willst, musst du mir den Code schon sagen. Ja, den habe ich mir ja eben gerade aufgeschrieben. Gucken wir mal gerade nach. 1, 4... 3... 2, 5. Ne, 5, 2. Oh, den kann ich ja fast auswendig. Oh, das stimmt. Du kennst den Code. Das heißt, du bist ein Mitglied. Okay, du darfst passieren. Dankeschön. Es gibt hier jede Menge cooles Zeug im Haus, diesen Sterntypen. Oh, und es lebe die Bruderschaft der Bomber. Es lebe die Bruderschaft der Bomber. Wunderschön. Ui. Und dann sind wir halt hier in dieser coolen Höhle. Die ein bisschen gruselig ist. Aber soll es nicht weiter stören. Und hier gibt es schon mal einen kleinen Trick. Der kann hier über Wasser springen. Und nein, nein, nein. Denn der kann nicht schwimmen. Man kann nur 5-mal springen. Und wenn... Und da ist jetzt eigentlich ein Gegner. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ja, der halt kann halt nicht schwimmen. Und wenn er untergeht, dann werden wir zurückgespawnt. Aber... Wenn man das hier einsetzt und dann aufs Wasser drauf geht, dann ist er schneller im Wasser. Also beim Springen. Was ist denn Taya? Ich frage mich, woher den Sterngucker das Horror-Kid kennt. Oh nein, die Zeit wird knapp. Die bleiben nicht mal mehr 3 Tage. Ganz ruhig. So viel... Wir müssen eh die 3 Tage verplempern. Oh, wer ist das denn? Wieder eine Eule. Und wieder Geld. Was wir brauchen werden. Glaube ich zumindest. Ich weiß das jetzt gerade nicht so genau. Aber alles zu seiner Zeit. Und wo sind wir denn hier? Ziemlich schön hier. Oh, wer ist denn das? Ein Zauberer. Sei sie an, welch ein merkwürdiger Geselle kommt da in mein Haus. Bist du ein neuer Freund der Bomberbande? Auf jeden Fall scheinen deine Manieren wesentlich besser zu sein, als die von diesem Rabauken, der zuletzt hier war. Dieser ungezogene Unruhestifter hat gesagt, er würde mein Instrument zerstören. Er sagte, er würde meine Mondträne stehlen. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Jetzt ist er wohl in der Nähe des Uhrturms und sorgt dort für Unruhe. Willst du mein Glück durch mein Teleskop werfen? Ja, das wollen wir. Es hängt's wieder. Jupp, jetzt können wir hier sehen. Das Texture Pack hat das richtig gut gemacht hier. Und seht mal da, das ist richtig cool gemacht. Hier sieht man das Horror-Kit auf der Wiese. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch ohne den Heilstext Texture Pack war. Und wir sollen auf den Uhrturm gucken. Was ist das denn? Das Horror-Kit. Es guckt nach oben. Was ist denn da? Da ist der Mond und der wird in 3 Tagen auf die Erde knallen. Also auf die Stadt zumindest. Oh, was war das? Da ist irgendwas Blaues runtergefallen. Ja, freu dich du mal schön. Hauptsache er geht weg. Okay.
Hast du den Unruhestifter gefunden? Und dieser laute Knall, was war das? Vielleicht ist eine weitere Mondträne zur Erde gefallen. Geh durch diese Tür und schau dich draußen um. Ich frage mich, wie dieser Störenfried auf das Dach des Uhrturms gekommen ist. Der einzige Weg nach oben führt durch eine Tür, die sich von nur am Vorabend des Karnevals öffnet. Jupp, deswegen, wir müssen ja da hoch, um zum Horrorkit zu gehen. Um ihn halt aufzuhalten. Und es ist... Was ist denn das? Du hast die Mondträne gefunden. Eine unwirkliche Schönheit geht von diesen Edelsteinen aus. Ja, die ist wirklich wunderschön. Ich tue mal so, als ob ich die Story nicht so kennen würde, ne? Damit das halt besser rüberkommt. Und es macht dann halt mehr Spaß. Observatorium. Jo, wir haben jetzt eine Mondträne erhalten. Da ich jetzt in dieser Nacht nicht mehr viel anfangen kann, werden wir sozusagen tanzen. Hey yo, hey Baby, ich bin eine wandernde Vogelscheuche auf der Suche nach schöner Musik. Die Zeit wird nie im Flug vergehen, wenn du mit mir tanzt. Wenn du Lust hast, dann lass uns die Zeit vergessen und bis zur Dämmerung tanzen. Wir tanzen jetzt mal eine Runde mit dem. Oh yeah, vergiss Gewahrterzeit. Lass uns tanzen. Und das ist ein geiler Easter Egg. Zalias Lied von Ocarina of Time. Und ich mag dieses Lied. Los, Link, dance mit. Ja, dann macht man einen halben Tag weg. Und das immer wieder vorzulesen, diese Vogelscheuche, werde ich nicht. Weil das einfach nur unnötig ist und Zeit kostet. Nein. Oder wollen wir nochmal tanzen? Ist das nötig? Nö. Naja, doch, wir müssen tanzen. Aus einem ganz bestimmten Grund. Wir müssen ja schnell zum Horror-Kit gehen. Das geht nur so. Salia sieht es cool und ich mag es so sehr. Ich verstehe manchmal nicht, warum die, sag ich mal, die deutschen Entwickler, warum die das manchmal so gemacht haben, dass die anderen Namen haben. Ich meine, Salia heißt im Englischen ja Saria. Also sie heißt ja im Englischen Saria. Und bei uns heißt sie Salia. Das ist ja kein großer Unterschied, aber warum machen die das? Oh yeah, wie war das, hä? Ja, ist wie ein Flug vergangen. Jo, wir tanzen wieder. Und wir tanzen schon wieder, das ist cool. Und da ist ein Huhn. Und im Laden haben wir auch diese Vogelscheuche gesehen, die kann genau dasselbe. So, Dämmerung des letzten Tages, es verbleiben 24 Stunden. Falls man doch schon was machen konnte, habe ich es jetzt vergessen, aber wir werden ja eh alles auf 100% machen und dann werde ich das nachholen. Jo, bis in die Nacht, los geht's. Denn wir wollen ja endlich mal vorankommen hier. Ich habe nämlich noch ein paar Sidequests vor, wenn wir wieder hoffentlich unsere ursprüngliche Form erlangen. Na 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 na. Oh, ich mag das Lied. Schön. Vor allem, wenn man so ein richtiger Zelda-Fan ist, so wie ich, oder es gibt noch viele andere, ziemlich schön. Jo, es war cool, es war cool. Ja, pass auf dich auf. Gut. Und die Leute in der Stadt wissen das ja, dass da was passiert ist. Und die geht jetzt weg. Sie weiß auch, die Welt geht gleich unter und sie geht weg. Und um 12 Uhr nachts kommt ein Countdown. Und dieser Countdown beginnt Karneval. Und die Welt geht unter. Diese Atmosphäre ist dann richtig geil, finde ich. Das haben die richtig gut hingekriegt. Ja, ja. Oder ich zeig einmal mehr hier einen Gegner. Ich meine, wir haben ja eh noch Zeit. Komm her. Eine Skulltola. Aus The Legend of Zelda Ocarina of Time. Oh, die prallt ab. Dreh dich um. So sieht das dann aus, wenn man die paralysiert hat. Die sind hier ziemlich stark geworden, die Viecher. Das muss man ihnen schon lassen. Die können hier viel mehr defensiv arbeiten. Und so sieht das dann aus, wenn wir das dann schneller machen. So.
Und dann die letzten paar Stunden beginnen jetzt. Also je nachdem, die Leute fliehen, also ein paar fliehen nicht, ein paar bleiben, ein paar Leute, aber die meisten gehen weg, weil sie halt wissen, ja, die Welt geht gleich unter. Und wie findet ihr eigentlich dieses Plakat? Ich finde das ziemlich geil gemacht. Richtig cool gemacht. Richtig geil. Also ich feiere das. Oh, und die Erde bebt schon hier. Ziemlich cool. Die Kinder bleiben natürlich hier, warum auch immer. Weil es ja die Bomberbande ist hier und die wollen ja halt anscheinend treu bleiben ihres Heimatlandes. So, Leute, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, denn es gibt irgendwie... Ich frage mich als was Komisches. Ich meine, wenn der Mond dann hier einknallt, dann geht doch die ganze Welt unter und nicht nur die Stadt, oder? Ich meine, der Mond ist, glaube ich, größer als die Erde. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Kann auch nicht stimmen. Hier, der lacht sich einen ab. Ja, cool, alle sterben gleich, yay. Nee, ganz anders. Der denkt nämlich anders da. Fragen wir ihn mal. Hey, Deko-Junge, warst du nicht darauf, dass wir die Brücke vom Festturm zum Eingang des Uhrturms fertigstellen? Tut mir leid, meine Leute haben es mit der Angst zu tun gekriegt und sind davon gelaufen. Das ist alles, was ich in dieses Jahr als Turm anbieten kann. Nicht gerade viel, selbst wenn wir bis an die Spitze klettern würden, könnten wir den Eingang nicht erreichen. Ich muss mich wohl dafür entschuldigen. Ich wünsche, ich könnte den Mond einfach verjagen. Ja, es geht leider nicht. Und es bebt wieder. So, die Mondträne ist nicht umsonst da. Die brauchen wir noch oft. Zum Beispiel jetzt. Sonst kommen wir nämlich, sonst haben wir verloren, wenn wir die jetzt nicht haben. Es ist äußerst fraglich, ob der Karneval wirklich stattfinden wird. Vielleicht sollte ich den Laden schließen, um mich nach einem Geschenk für meine Frau umzusehen. Jo, der sucht nämlich eine Mondträne. Und die haben wir. Hier, bitteschön. Ah, dieser Stein, das musst du mir geben. Ich brauche ihn für meine Frau. Ich biete dir sogar meinen Platz hier an. Inklusive Dekoblume. Ey, das ist ja wirklich eine Blume, cool. Na, wie wär's? Jetzt kriegen wir erstmal die Landurkunde. Aber die nützt uns jetzt auch nichts mehr. Es ist eine lange Zeit her, dass ich so in ihren Augen am Glanz einer Rüstung hier sehr freuen durfte. Die Urkunde für diesen Platz sollte bei allen Dekos hoch im Kurs stehen. Aber das weißt du sicherlich schon. Wenn du sie nicht mehr brauchst, kannst du sie jederzeit verkaufen. Echt? Okay, cool. Naja, okay. Der packt jetzt seine Sachen und geht. Jo, dann wünsche ich dir eine gute Reise, mein Freund. So. Das können wir schon mal, glaube ich, an... Oh, der Mond, der kommt auch immer näher. An die Kiste kommen wir noch nicht, aber da ist eh nur Geld drin. Stimmt, das müssen wir schnell machen. Sehr, sehr schnell. Los, 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 los. Und so leid es mir tut, ich werde diesen Part hier jetzt beenden, damit ein bisschen Spannung aufkommt. Hallo Kleiner, möchtest du Rubine deponieren? Heutzutage wollen die Leute Ersparnisse einfach nichts mehr einzahlen. Nichts, nichts. Jo, dann gibt er uns halt einen Sonderpreis. Beispiel 200 Rubine. Jo, jetzt haben wir mal ein, die 47. Gut. Gut so. Hier, bitteschön. Jo, wir heißen Link. Und jo. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann könnt ihr ihn ja liken, Daumen hoch. Und wir werden dann das Ende sehen. Also zum Beispiel, als ob das schon das Ende des Spiels wäre. Ja, ist es sogar, aber nicht richtig das Ende. Aber okay. Ich würde dann mal sagen, ciao und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß wünscht Nintendo LP.